Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Mein heutiges Sorgenkind ist dieser JBL Charge 3 Bluetooth Lautsprecher aus dem Jahr 2016 und dieser macht folgende Probleme. Er lädt nicht mehr richtig, das heißt der Akku lädt zwar schon, der zeigt den vollen Füllstand an, aber sobald man ihn einschaltet und ihn ungefähr 5 Minuten strapaziert, dann hört man nur noch Verzerrungen und die Akkuanzeige hier unten ist sehr, sehr schnell bei 1-2 Balken. Deshalb lässt es darauf schließen, dass ja in 4 Jahren dieser Lithium-Ionen-Akku irgendwo seinen Dienst quittiert hat und gegen einen neuen getauscht werden muss. Jetzt schaut man sich das Teil einmal ringsrum an. Überall verschlossen, nirgendwo Schrauben. Wie macht man das Ding auf? Das zeige ich euch in diesem Video, wie man an diesen Akku kommt. Denn dieser befindet sich dort unten in dem Sockel oder auch Fuß genannt. Okay, drehen wir das gute Stück auf die Unterseite. Dann werden wir hier so zwei Linien feststellen. Das sind die zwei Halbschalen, die letzten Endes das Gehäuse hier bilden. Nehmt euch irgendwie so ein Kunststoffwerkzeug oder so einen Kunststoffhebel. Und dann könnt ihr einfach hier... Na, wenn ihr es mal aufheben könnt, dann könnt ihr einfach hier damit dazwischen gehen. Ich hoffe, man sieht es halbwegs. Und dann könnt ihr das Ganze hier so etwas aufhebeln. Da ist so eine Rastnase. Dasselbe machen wir natürlich hier auf der anderen Seite. Hat man jetzt beide Seiten hier weggeklipst, dann kann man das Ganze hier so ein bisschen hochbiegen. Dann sieht man hier innen drin schon die zwei Lautsprecher. Und hier verbergen sich zwei Schrauben. Das sind Kreuzschrauben. Jetzt suchen wir uns mal hier einen passenden Kreuzschraubenzieher und werden diese hier erst einmal herausdrehen. Habt ihr beide Schrauben jetzt letzten Endes draußen, dann sieht man hier so eine kleine Nase. Da müsst ihr einfach nur runterdrücken und dann kann man hier das Ganze rausklicken. Da ist es schon gelockert. Dasselbe natürlich hier auf der anderen Seite. Könnt auch da in diesen Schlitz reindrücken. Dann drückt sich das automatisch runter und ihr könnt das hier so ein bisschen nach hinten weg pushen. Zack. Und das gute Stück ist gleich befreit. Ich lege ihn vielleicht mal so hin, dann seht ihr das etwas besser. So, zack. Und draußen ist das gute Stück. So sieht der Lautsprecher dann letzten Endes aus. Das ist die Hülle. Und hier müsst ihr noch aufpassen. Hier ist so ein Klebedichtband. Das klebt manchmal ziemlich stark da oben fest. Wie ihr seht, da sind noch so ein paar Kleberückstände. Ist aber nicht weiter schlimm. Jetzt befinden sich hier unten weitere Schrauben. Und zwar dort eine, da oben und hier eine Schraube. Die müssen wir demontieren, um, wie gesagt, diesen ganzen Sockel, diesen ganzen Fuß hier entnehmen zu können. So, Freunde, sind die Schrauben draußen, dann müsst ihr das Ganze hier oben ein bisschen abklippen. Aufpassen, dass ihr diese Clips dann nicht wegbrecht. Und dann habt ihr diese untere Schale hier schon raus. Da seht ihr unten die Öffnungen für die Ladestatusanzeige. Das legen wir mal beiseite. Und was kommt zum Vorschein? Da vorne sehen wir die LEDs. Dort verbirgt sich unser Patient, nämlich der Akku. Der wird durch so eine Hülle hier nochmal gehalten, die wahrscheinlich das Ganze auch noch abdichtet. Da gibt es hier dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schrauben, die wir demontieren müssen, um an den Akku zu kommen. Jetzt verbirgt sich da das Kabel vom Akku, was dann in den Innenraum geht, in den Hohlkörper. Ich meine, es geht hier auf der rechten Seite lang, wenn wir den so vor uns haben. Das heißt, wir müssen auch noch diese Seiten hier wegnehmen. Dazu muss man hier diese Schraube lösen. Und ja, wie gesagt, es gibt nur diese eine. Jawohl, nur diese eine Schraube. Und dann wird das wahrscheinlich nur verdreht und kann entnommen werden. Bei der älteren Generation gibt es auch noch so Klipse, die man ja etwas hochbiegen muss, um da dran zu kommen. Dann wollen wir mal diese Schraube hier lösen. Um das Ganze jetzt hier abdrehen zu können, müsst ihr diesen Pin hier so leicht anheben, sprich ein bisschen anwuchten mit einem Schraubenzieher oder dergleichen. Da seht ihr es, den müsst ihr leicht anwuchten, dass er über diese Kante hinwegkommt
Und das ist natürlich doppelt gesichert, denn auf der gegenüberliegenden Seite gibt es auch noch so einen. Das heißt, ihr müsst probieren, beide gleichzeitig anzuwuchten. Vielleicht schiebt ihr auch nur einen Schraubenzieher da rein, auf der anderen Seite auch, und dann könnt ihr das umdrehen. Müsst halt nur aufpassen, dass er die Dinger nicht wegbricht. Zur Not könnt ihr das mit dem Hafer ein bisschen warm machen, dann brechen die nicht so schnell. Die rechte Seite habe ich jetzt verdreht. Ihr seht es jetzt, der hier stand da drüben, wo dieses Loch ist. Und jetzt ist er hier einmal umgedreht. Die Schwierigkeit ist halt, wie gesagt, auf dieser Seite und auf dieser Seite das anzuheben. Wie habe ich das Ganze angehoben? Indem ich hier diese Dinger genommen habe. Ich zeige es euch mal oder demonstriere es euch mal auf dieser Seite. Da ist so ein schwarzer Pin. Vielleicht sieht man den. Und dann habe ich das Ganze hier reingeschoben, gegen diesen Pin gedrückt. So. So habe ich das da reingeschoben. Ja, vielleicht sieht man das hier genau. So habe ich es da reingeschoben. Und auf der anderen Seite genau dasselbe, dass das hier so ein bisschen hoch steht. Zack. Dann hält es auch halbwegs fest. Und auf der anderen Seite macht ihr genau dasselbe dann. Da, wo die Schraube drin ist hier. Zack. Einfach nur anhebeln. Und dann müsst ihr wirklich ziemlich fest drehen. Also das sitzt ziemlich satt. Habt ihr das umgedreht, könnt ihr das Ganze hier rausholen. Ihr seht, da sind so diese Löcher drin, die halt in diese Nuten reingehen. Hier ist einfach nur diese Membran. Und wie vermutet, verbirgt sich hier jetzt das Kabel, was dort unten runter zum Sockel geht. Das müssen wir dann da nur noch ausstecken. Und dann kommen wir an den Akku. Dann versuchen wir das Ganze mal hier auszustecken. Wahrscheinlich ist es auch noch hier irgendwie geklipst. Das heißt, man müsste eigentlich von oben das entriegeln, aber es geht. Jawohl, perfekt. So, da haben wir das Kabel. Da müsst ihr aufpassen, je nachdem, was ihr für ein Modell habt. Die haben bei 2016, glaube ich, einen Change gehabt von diesen Akkus. Die einen waren mit Rot links und die anderen sind mit Rot rechts. Zweimal Rot rechts. Da müsst ihr halt direkt drauf achten. Ich mache es jetzt auch so, dass ich den jetzt erstmal zerlege, mir die Modellnummer vom Akku genau anschaue. Dann, wie gesagt, hier weiß, welches Kabel, welcher Stecker letzten Endes hier dran ist und dann bestellen kann. Aber ich werde es euch auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinken. Einmal den richtigen Akku für das ältere Modell vor 2016 und einmal für das jüngere Modell ab 2016. Genau, okay, weiter geht's. Und zwar auf der Unterseite. Jetzt kommen die ganzen Schrauben hier außen rum raus. Und dann holen wir den Akku heraus. Habe ich jetzt die letzte Schraube gelöst, müsst ihr aufpassen, da vorne ist so ein Klebeband, so ein Moosgummiband. Und ja, beschädigt es nicht, lasst es so wie es ist. Klappt das Ganze einfach nur hier hoch, lasst es so liegen und schon kommt ihr an den Akku heran. Wie gesagt, da müsst ihr aufpassen, da ist auch noch so eine Gummidichtung, die nehme ich jetzt mal hier einfach ab. So sieht das gute Stück aus, legen wir mal beiseite. Und schon kann man hier den Akku zur Seite wegnehmen. Da seht ihr, kommt das Kabel hier gleich zum Vorschein. Das müssen wir jetzt nur noch hier so ein bisschen rausfädeln. Ja, da haben wir unseren Charge. Da ist unser Akku. Und wie gesagt, anhand der Modellnummer werde ich den jetzt neu bestellen. Da seht ihr hier diese Modellbezeichnung G. Ich hoffe, man sieht, das ist ein bisschen unscharf hier. So, jetzt GSP 10-29-10-2A, 22,2 Wattstunden hat das Ding und 6000 mA bei 3,7 Volt. Ja, diesen Akku werde ich jetzt neu bestellen. Mal schauen, entweder bei eBay oder Amazon, je nachdem. Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, Link zu beiden Akkus. Und der Unterschied ist, wie gesagt, hier an diesem Stecker. Da müsst ihr dann schauen. Den muss man vergleichen, indem man ihn so rumhält, dass man die silbernen Pin-Kontakte sieht. Und wie gesagt, der neuere hat zweimal rot auf der linken Seite, wenn ihr den so haltet. Und der andere hat zweimal rot auf der rechten Seite. Alter Akku, neuer Akku bereits schon drinnen. Der neue Akku fällt so ein bisschen schmaler aus wie dieser alte grüne Akku hier. Deshalb habe ich hier so ein Kompressionsband hier drauf gemacht, damit der Akku richtig dort angepresst wird und dort innen drin, ja, unter dieser Kunststoffhülle da nicht rumdümpelt. Nächster Punkt, ich versuche mal hier so ein bisschen die Schärfe zu ziehen. Nächster Punkt ist dieser Stecker. Der Akku wurde angeblich der richtige geliefert.
Aber wenn ihr den Stecker so vor euch habt und hier diese Pins seht, also diese silbernen Kontakte, dann war es bei mir so, dass diese zwei schwarzen rechts waren und diese zwei roten links waren. Dann habe ich das Ganze kurzerhand mal mit dem Multimeter hier ausgemessen. Und siehe da, ich habe es schon vermutet, dass, wie gesagt, die schwarzen ist der Minuspol und die roten ist der Pluspol. Und habt die dann kurzerhand hier ausgepinnt. Die pinnt ihr aus, indem ihr da auf diese silbernen Kontakte leicht drückt, das Kabel reindrückt und dann nach hinten zieht. Deshalb habe ich hier meine Pin-Ausdrücker geholt und mit, ich glaube, dem da hinten, das müsste der Kollege gewesen sein, mit dem habe ich dann da drauf gedrückt und die ganzen Pins umgepolt. Wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal hier drinnen an. Da seht ihr den Stecker, wie er da drin sitzt. Und wie gesagt, hätte ich das jetzt falsch rum oder so reingesteckt, wie es geliefert worden ist, könnte es sein, dass, wie gesagt, der GBL hier Schaden nimmt. Deshalb, wie gesagt, achtet da unbedingt drauf, dass die Polung da hundertprozentig ist. Auch war das originale Kabel hier mit so einem Schaumstoff ummantelt. Ihr seht es auch hier, da ist so ein, wie so ein Schaumstoff, selbstklebender Schaumstoff, gab es bei dem neuen Akku nicht. Deshalb habe ich hier, da sieht man es, da auch noch hier so einen selbstklebenden Schaumstoff reingemacht. Da seht ihr das. Das ist hier so eine Art Moosgummi mit einer klebenden Seite. Und wie gesagt, und die Isolierung hier von dem originalen Akku habe ich abnehmen können und habe sie um das neue Kabel gewickelt, was ihr letzten Endes dort seht. Ich versuche mal die Schärfe hier noch ein bisschen zu ziehen, das ein bisschen heller zu machen, dass man da sieht, da ist es. Da habe ich das Ganze noch umgewickelt, reingesteckt. Siehe da, GBL funktioniert. Schaumstoff hier nochmal reingemacht. Das ist auch so wie so ein Kompressionsband. Kann man es vielleicht von oben besser sehen. Und jetzt schraube ich das ganze Ding hier zusammen. Zu guter Letzt schauen wir noch, ob das Ding funktioniert. Wenn ihr sowas macht, probiert es gleich aus. Wenn der Akku drin ist, habe ich natürlich auch gemacht. Und jetzt nach dem Zusammenbau nochmal. Man hört, man sieht, eine Status-LED leuchtet nicht, weil der Akku natürlich noch nicht vollgeladen worden ist. Im Auslieferungszustand liegen die meistens im Lager so ein bisschen. Und deshalb, wie gesagt, zeigt er nicht den vollen Ladezustand an. Ja, das war's soweit. Der GBL funktioniert wieder. Mal schauen, wie lange der Akku hält. Ich werde auf jeden Fall berichten in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keines meiner Videos verpasst. Klickt auf die Glocke, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Und ja, wenn ihr diese Akkus haben wollt und das selber auch machen möchtet, was ich hier gemacht habe, dann findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung zu den Akkus. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, euer Chris von Brainx. Ciao.